Unsere Truppen werden angegriffen. Bogenschützen in Bewegung. Unsere Schwerter sind die euren. Wir sind bereit. Bogenschützen, vorbereiten. Wie lautet der Plan? Unsere Werkzeuge sind bereit. Aber tut mir leid, der ist jetzt leider verloren, sag ich mal. Stehen zur Verfügung. Den habe ich so schnell nicht zurückgeholt. Ich habe es jetzt ein bisschen vercheckt, die Katapulte nachzuholen. Gebt uns etwas zu tun. Dann gebe ich zu, das war mein Fehler. Sire, befehligt uns. Ja, Sire. Euer Gnaden, wir sind einsatzbereit. Jetzt würde ich natürlich am liebsten warten, bis hier... Oh, guck mal, die Armbrüste sind weg. Sehr gut. Würde ich natürlich am liebsten warten, bis das Schild hier wieder aufgeladen ist, damit ich überhaupt keine Einheiten Lord? Am ersten Wall verliere. Nee, ist natürlich jetzt nicht so spannend, gell? Also gehen wir das nochmal durch. Die können nach wie vor schießen. Und zwar solange wir hier sind. Die können alles treffen. Hier sind verdammt viele Bogenschützen. Deshalb wäre es doch am sinnvollsten, wir machen jetzt hier den Wall kaputt. Oder das Tor? Soll ich mit dem Rambock vor? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich ziehe mit dem Rambock vor. Wobei. Ich hätte gern die Armbrüste hier auf dem Wall. Weil hier auch Fackeln sind. Ich nehme an, hier ist Pech. Allerdings sehe ich hier nirgends Pech. Das heißt, die könnten nicht. Boah, das ist jetzt schwer. Ich diene euch gut. Das ist unmöglich. Ich mache einfach mal so. Okay. Weiter geht's im Text. Wir müssten am besten hier Leitern anstellen. Dann hätten wir den Wall eingenommen, weil dann schicke ich da die ganzen Schwertkämpfer und so hoch. Dann ist der safe. Also da Leitern. Das heißt, hier, den müssen wir irgendwie anders kaputt kriegen. My Lord? Das Ding hält ja viel aus, das sollte funktionieren. Was sollen wir für euch tun? Für die Ehre! Für den Ruhm! Wie können wir dienen? Eure Ritter stehen bereit. Marsch! Bereit! Komm, geh kaputt. Wir haben eine Bresche geschlagen, my Lord. Unsere Truppen werden angegriffen. Neue Befehle, Sire? Gehen los! Auf euren Befehl! Pieken Schultern! Unser Leben gehört euch! Erwarte Befehle! Wir kämpfen tapfer! Genau nach Plan! My Lord! Marsch! Sire? Was sagt ihr, my Lord? Werdet ihr uns brauchen? Mein Herr? Männer an die Waffen! Bereit! Schwertkämpfer vorwärts! In eurem Namen! Wir kämpfen vorwärts! Erwartet Befehle!
befehligt uns. Wir kämpfen tapfer. Was sagt ihr, Malot? Für die Tapferkeit! Als wir die Mauern von Joyeuse Garde durchbrachen, forderte Sir Gawain Lancelot zu einem Duell heraus, um die Leben seiner Brüder zu rächen. Diese beiden Ritter waren einmal die treuesten Verbündeten, aber nun kämpften sie als Feinde mit dem blanken Schwert gegeneinander. Noch in demselben Moment, in dem Lancelot den Todesstreich gegen Gawain führte, brach er weinend über seinen toten Freund zusammen. Bis zur Morgendämmerung hielt er an Sir Gawains Leiche Totenwache und verschwand dann ohne ein Wort. Boah, da war ich aber jetzt zum Schluss mal leise, ey. War das eine Schlacht? Ich dachte, ich müsste ihn jetzt noch killen, dabei musste ich den ja nur erreichen. Alter, ich habe aber auch zum Schluss alles in die Waagschale geworfen, gell? Alles nach vorne, was ging. Ich dachte, ich habe gar nicht gerafft, dass ich das Tor eingenommen habe. Ich wollte die ganze Zeit das Tor kaputt machen, dabei war das ja schon meins. Oh, Leute. Boah, wenigstens muss ich nicht nochmal machen. Aber wie dem auch sei, wir haben es geschafft. Artus wird schmerzhaft vermisst, Sire. Da die meisten Truppen außer Landes sind, wurde die Krone von den Truppen Mordreds und Morgan Le Fays an sich gerissen. Artus' Halbneffe sitzt nun auf dem Thron. Ihr habt nur wenige Soldaten und der Verlust so vieler guter Ritter hat die Männer entmutigt. Ihr müsst euch neu gruppieren, eure Armee aufbauen und euch Mordred in der Ebene von Salisbury stellen. Alles klar. Jetzt ist Artus also vermisst. Die meisten Truppen sind weg. Und Morgan Le Fay hat jetzt die Krone. Ja, das ist kacke. Also, nächste Folge geht's dann gegen Mordred. Und bis dahin, halt die Wurst hoch. Ciao.